möchte heute auch was sagen, nicht viel. Ich war am Dienstag mit zwei, drei Leuten bei einem Filmvortrag von Attac. Wer rettet wen? Eine Dokumentation zur Euro-Krise. Also hauptsächlich ging es um die Bevölkerung in Spanien und in Griechenland. Und für mich war wirklich sehr bewegend, wie die Griechen leiden müssen. Also ich meine jetzt nicht die griechische Regierung, sondern die griechische Bevölkerung, wie die Griechen leiden müssen. Darunter, dass sie so viel Schulden haben. Da verlieren Leute reihenweise ihre Jobs, können ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen, verlieren ihre Häuser, ihre Wohnungen. Der Staat hat kein Geld mehr für Sozialwohnungen, weil einfach das Geld weggekürzt wird. Das heißt, Sozialwohnungen werden dann geräumt von der Polizei. Da sind Leute drin, die wissen nicht dann, wie es weitergeht. Gibt es Leute, die gehen in Banken und demonstrieren da. Und das war jetzt im Prinzip so der emotionale Aspekt davon, von dieser Krise. Die Frage ist natürlich, wie kann es dazu kommen? Wie kann es dazu kommen, dass ein ganzes Volk irgendwie in den Ruin geschickt wird? Haben die alle irgendwie Blödsinn gemacht? Das ist hier die Frage. Und was in dem Film sehr interessant rüberkam, wer rettet wen? Das Geld, was auch aus Deutschland vielleicht nach Griechenland geflossen ist, kam halt den Banken zugute. Die Banken, die in Griechenland investiert hatten und nicht der Bevölkerung. Und ja, warum ist das so? Die Länder müssen sich, Griechenland muss sich dem Kapital anbiedern im Prinzip. Wir müssen uns dem Kapital anbiedern und sagen, wir sind Deutschland, wir sind attraktiv für Unternehmen. Griechenland macht das auch und sagt, ja, wir wollen unbedingt in die Eurozone rein, wir wollen attraktiv sein für das Kapital. Und die griechische Regierung hat deswegen Schulden versteckt gehabt, um überhaupt in die EU zu kommen. Und die Folgen waren, dass jetzt halt es geknallt hat, die Schulden sind wieder aufgetaucht, größer und mehr. Wer hat das gemacht? Einige wenige Politiker in Griechenland haben das zu verantworten und natürlich auch die Banken und Kreditgeber, ja, unter anderem die Europäische Zentralbank. Der Vorsitzende war zu dem Zeitpunkt da auch drin verstrickt oder also wusste davon. Und das grundlegende Problem wurde deutlich: Das Kapital kann weltweit agieren, aber die Menschen sind auf Staaten aufgeteilt. Die Medien spielen uns aus, Deutschland gegen Griechenland, und es ist jetzt einfach eigentlich nur noch die Schlammschacht hinterher. Das Wesentliche ist eigentlich gelaufen. Jetzt ist natürlich klar, dass Griechenland irgendwelche Sachen ausgräbt, um auch an Geld zu kommen. Ja, wir fordern ein, dass Deutschland seine Kriegsschulden aus dem Zweiten Weltkrieg bezahlt. Ist von mir aus auch Schwachsinn, ja. Aber es ist nicht das wesentliche Problem. Das wesentliche Problem ist, dass wir Menschen uns teilen lassen, dass wir uns trennen lassen vom Geld. Die griechische Bevölkerung leidet, die spanische Bevölkerung leidet und wir leiden auch bald, wenn wir diese Menschen zu unseren Feinden machen lassen, nur wegen Geld. Und hier ist es wichtig, dass die Menschen weltweit agieren, um das weltweit agierende Kapital in die Schranken weisen zu können. Das ist mir bei dem Film auch sehr klar geworden. Ja, das war's von mir bis jetzt. Ja.